unser erster Spot war das Café Kodos. Das haben wir spontan unterwegs entdeckt und es sah mega einladend aus. Die Kuchenauswahl ist richtig super, auch für Veganer. Und geschmacklich fand ich es auch richtig klasse. Ich hatte hier so einen Himbeer-Zitronenkuchen und meine Freundin ein glutenfreies Bananenbrot und es war beides sehr, sehr lecker. Und auch für Kaffee gibt es jegliche Milchalternativen im Angebot. Zudem war das Servicepersonal an der Theke mega gut gelaunt, was mir auch direkt positiv aufgefallen ist. Insgesamt gibt es 9 von 10 Punkte. Abends waren wir dann im Erdapfel. Da gibt es hauptsächlich verschiedenste Kombis an Ofenkartoffeln. Ich finde, das hat sich alles sehr lecker angehört und es ist dort auch alles vegetarisch. Ihr bekommt aber jede Ofenkartoffel auch in vegan und glutenfreie Optionen gibt es auch genug. Man kann sich theoretisch auch seine eigene Kombi zusammenstellen lassen. Ich habe mich aber für Tandoori Masala entschieden. Geschmacklich top, auf jeden Fall mal was anderes. Ich fand es nur ein bisschen zu wenig gewürzt. Preislich liegen die Kartoffelkreationen zwischen 8 bis 11 Euro. Insgesamt geben wir 8 von 10 Punkte. Frühstücken waren wir am nächsten Tag dann im Paledo. Da gibt es so die typischen fancy Frühstückssachen wie Bowls und Pancakes. Von fruchtig bis schokoladig ist da auf jeden Fall auch für jeden was dabei. Für mich Alternativen zahlt man allerdings Aufpreis, was mir als Veganerin hier nicht so gut gefallen hat, da Kaffee so schnell sehr teuer wird. Die Einrichtung ist sehr hübsch und das Personal sehr herzlich, was dem Café insgesamt eine richtig gemütliche Atmosphäre gibt. Und auch das Essen war richtig lecker, hat aber nicht so lange satt gemacht. Insgesamt geben wir dem Café zum Frühstücken 8 von 10 Punkte. Nachmittags ging es dann ins Happenpappen. Das ist recht klein und auch nicht so schön gelegen, aber definitiv ein Besuch wert für diese unglaublich leckere Gemüsequiche, die ihr dort bekommt. Erstens mal, wie schön ist es bitte angerichtet und dazu ist geschmacklich einfach nur top. Gekostet hat es ca. 9 Euro. Ich hatte außerdem noch ein Stück Schokokuchen, das fand ich für 4,20 Euro aber ein bisschen überteuert und da gibt es woanders auf jeden Fall besseren Kuchen. Dem Happenpappen geben wir 7,5 Punkte. Zum Abendessen waren wir dann in der Pizzeria, nämlich dem Rudolfs. Das ist richtig schön gelegen in der Hafen City und auch insgesamt ein bisschen schicker als so eine klassische Pizzeria. Ihr bekommt im Rudolfs für jede Pizza die Option für glutenfreien Pizzateig und veganen Käseersatz. Und wenn ihr dann vegan essen wollt, gibt es 2 bis 3 Pizzen, die in Frage kommen. Aber auch extra Wünsche werden sehr freundlich entgegengenommen. Ich habe zum Beispiel die Marinara gewählt und dann noch extra Rucola dazu bestellt. Der vegane Käse war ganz gut, ich hatte aber ehrlich gesagt auch schon besseren. Dem Rudolfs geben wir 7 Punkte. Und unser letzter Spot war das Hanging Out Café zum Frühstücken. Hier ist es sehr Boho-mäßig eingerichtet, was mir persönlich sehr gut gefällt und super zum Vibe des Cafés passt. Was das Essen angeht, hat mich die Auswahl ein bisschen enttäuscht. Es gab eigentlich nur 4 verschiedene flüssige Bowls. Entschieden habe ich mich letztendlich für ein Latte Macchiato und eine Acai Bowl. Aber dafür waren die Kuchen alle vegan und der Apfel-Zimt-Kuchen, den ich hatte, auch so lecker. Besonders diese Creme obendrauf, einfach ein richtiger Traum. Also für den Kuchen lohnt es sich auf jeden Fall, das Café zu besuchen. Das Hanging Out Café bekommt von uns ebenfalls 7 Punkte.